ich habe mich entschieden, mit 19 Priester zu werden, ins Kloster zu gehen. Also die ganz klassische Frage, was tue ich hier auf Erden? Was ist der Sinn meines Daseins? Habe aber da nicht große Antworten gekriegt. Ich habe mit meinem Pfarrer gesprochen und der hat mich nicht verstanden. So, und ich war auf mich allein gestellt und habe da gesucht ein bisschen. Und dann habe ich gefunden, ja, für mich gefühlt, Gott kann mir die Antwort geben. Ich glaube, teilweise wurde schon gesagt, also ein magisches Ritual, was da passiert. Ja. Genau, also mit der Taufe wird dir das Kreuz auf die Stirne gezeichnet, erstmal. Damit wird dir das Stirnchakra, das dir die Augen zugemacht. Du hast keine intuitive Verbindung, Zugang mehr zum Göttlichen. Du wirst in der Abhängigkeit gehalten, in dem Sinn. Zweitens. Ist das eine, ja. Mach mir das bewusst. Also, du bist ja Priester, du hast auch sicherlich getauft. War es dir bewusst oder ist das etwas, was einfach durch das System so vorgegeben ist? Irgendjemand hat das sich mal ausgedacht? Ist das eine bewusste. Nee. Dann ist ja eine schwarzmagische Sache. Nee, es ist nicht bewusst. Also, die Priester meinen und die Kirche lehrt, es ist etwas Gutes. Aber in Wahrheit, was eben nicht gesagt wird, eben, das wird nicht gesagt, eben, das Auge wird geschlossen. Es wird ein Anker in deine Energie, in dein Seelenfeld gelegt. Und das sage ich jetzt nicht einfach so, weil ich es mir eingebildet habe oder weil ich es so spüre. Woher weißt du das? Ich spüre natürlich sehr viel. Also wenn ich mich in den Menschen einfühle, dann sehe ich sowas und spüre es, nehme es wahr. Aber die Kirche selber sagt es. Und das ist ganz knallhart. Im 4. Jahrhundert sagt ein heiliger Kirchenvater, durch die Taufe wird ein Netz ausgeworfen und du bist wie ein Fisch im Netz für immer. So, also im 4. Jahrhundert schon. Okay, now you can ich kann ja auch Deutsch reden, ich habe vergessen, kann ich Deutsch machen, rede ich besser. Ne, kannst du selber googeln, es gibt diese Menschen, die mit orangen Anzug, mit Buddhismus. Die Buddhismus-Leute sagen das schon seit 300 Jahren, das ist Ritualmagische, wo macht die Verbindung mit Gott weg. Ne, kannst du selber googeln, weißt du, googeln, schreibst du. Buddhismus sagt, magische Ritual, Kindstaufe, Taufskind. So, guckst du selber, guckst du weiter, lernst du weiter, dann sterbst du, dann lernst du weiter. Vielleicht, weiß man nicht, muss man erst sterben, dann kann man besser sagen. Aber ich denke, ist so, weil mit himmlischen Gesetzen muss auch erstmal lernen dann, oder? Nix, doch. Oder kriegen wir alles wie Upgrade? Werden wir sehen. Also leider nur wenige, gell? Tut mir ehrlich leid, Leute, aber es ist so hart, wie es ist. Es geht, ne? Keiner kommt in den Himmel als nur durch mich. Das sind seine Worte. Und eben, es gibt einen Mensch, der euch ewiges Leben anbietet. Und den Glauben abzuschlagen ist das Dümmste, was man machen kann. Weil es gibt vier Variationen. Entweder es gibt einen Himmel, oder es gibt keinen Himmel. Entweder ich glaube dran oder ich glaube nicht dran. So, das sind vier Stück. Ich glaube nicht daran und es kommt der Himmel. So, den Himmel habe ich mir selbst verdorben, weil ich nicht geglaubt habe. Denn man soll ja dran glauben an den Vater im Himmel. So, was bringt es mir, wenn ich glaube? Wenn ich glaube, dann habe ich keine Angst vom Tod, weil ich habe ja ein Bild im Kopf von einer schöneren Welt, wo wir alle transparent sind, wo ich deine Gedanken sehe, wo du meine Gedanken siehst, wo es eben keine Lüge, nur die Wahrheit gibt. Und auch nur in dieser Welt gibt es für mich Sinn einer Beziehung, weil ich weiß nicht, kann ich mich fallen lassen, kann mein Partner mich 100% auffangen oder nicht. Ich kann ja nicht mal mir 100% vertrauen. Und ich habe festgestellt, dass wenn ein Mensch Jesus Christus im Herzen hat, dann ist es der einzigste Grund, wo ich ihm vertrauen kann, dass er mich nicht abfickt, dass er mir nicht schädigt, Entschuldigung. Oh, jetzt kommt da dieses pädophilen Scheißtrick, sehe ich gerade. Ja, ich nehme damit direkt auf, wo das da läuft. Den anderen Ton habe ich weggemacht. Ja, muss man machen, so Sachen. Da, guck, Pocahontas, das ist eigentlich Pornohontas, ne? Der scherbelt sich ein und sie guckt immer ganz verlegen. Da müsste man eigentlich mal den Film, ne? Die hat einen ganz verlegenen Blick, wenn es scharf wäre, dann, oh, ne? Hatte die, jetzt kriegt er drauf die Fresse. Aber hopp, wie gesagt, es gibt keinen Himmel. Und ich glaube dran, dann habe ich nichts verloren. Ich habe trotzdem einen schönen Abgang gehabt. Im Sterbebett hatte ich keine Angst. Es gibt einen Himmel und ich glaube nicht daran. Also darf ich nicht in den Himmel und ich muss dann für immer sterben. Also meine Gedanken hören niemals auf. Die werden immer sein. Kannst du dir vorstellen, dass du ab morgen nicht mehr denken kannst?
Nein. Wenn du dir das vorstellen kannst, dann bist du ein Lügner, ein Heuchler, denn das ist nicht vorstellbar. Denn in dem Moment, wo du darüber nachdenkst, dass du morgen nicht denkst, funktionierst du schon wieder mit dem Denken. Also, verstehst du? Es geht einfach nicht. So, Glaube, Gefühle, zack. Ich sag dir, ich mag dich nicht. Ich nehme dich in den Arm oder ich stumpf dich weg. Ich habe dir mit Worten und ohne Worte gesagt, ich mag dich und ich mag dich nicht. Also wenn wir ohne Worte miteinander kommunizieren können, mit Gestiken und Aktionen, dann kann das der Vater im Himmel wahrscheinlich auch. Also, dass er mit uns mit Worten spricht, ist ja unmöglich, denn dann wäre ja der Glaube weg. Und mit dem Glaube kommt ja auch, dass man eben recherchiert und tralala macht, was dann alles zum Ganzen führt. Und genauso dein Gewissen. Wozu dient dein Gewissen? Hast du das schlechte Gewissen, du hast mal geklaut oder irgendwas gemacht, dann hattest du ein schlechtes Gewissen. Warum? Weil Mama und Papa dir gesagt haben, das macht man nicht, das ist böse. Weil die Polizei sagt, wir stecken dich ins Gefängnis, wenn der Staatsanwalt dich verknackt. Oder ist es was Tieferes in dir drin? Warum hast du dieses Gewissen? Angst vor Gefängnis? Weil deine Eltern dich geprägt haben? Oder ist es mehr als das? Und ich sag dir, Glaube, Gefühle, Gott, Geduld, alles ist mit G-Unit. Ganz genau. So, und so ist der Vater im Himmel. Du fühlst, dass es falsch ist, denn in dem Moment sagt er dir, tu es nicht, mein Kind, ich schäme mich dafür. Tja, so einfach ist es. Hallo, mein Name ist Pakraki Buduko. Wollte nur sagen, der nächste Mann, wo wir heute reden, ist Alex Jones. Der hat Infowars gemacht, seit 30 Jahren versucht er aufzuklären über die satanische Elite und was machen die Sache, ne? Du musst wissen, er weiß von Gott und Teufel und er weiß mit dem Mann, wo er spricht, der Politiker, der ist Satanist, der hat ganz viele Dämonen hinter seinem Rücken. Er muss einfach nur sagen, hey, Dämon, Dämon, mach ich, ticke, ticke, ticke. Dann macht er andere Leute tot, ne? Ist kein Problem. So mach ich das. Kannst du John Ramirez gucken, John Ramirez. John Ramirez, ne? Das ist eine, der Sohn des Teufels war das gewesen, ne? Jetzt nicht mehr, jetzt mit Jesus Christus gegangen. Da kannst du sehen, er kann Lacken in sein Gesicht, ne? Er sagt, was macht er da, ne? Einmal die Hexer, die gehen nackt in den Wald, nackt in den Wald, nackt machen ihre Rituale bei die Holz. Und weil die andere Leute, diese weißmagische Leute, machen bei Bohemian Grove, machen die Rituale, um gegen diese böse Ritual vorzugehen. Und dieser Politiker, der macht einen Witz, zumindest rennen wir nicht halbnackt in den Wald rum. Das war Anspielung auf diese weißmagische Idiote. Entschuldigung, weißmagische ist gut, besser wie dieser andere. Das ist. Und er kann lachen in sein Gesicht zum Schluss. Ich bin reinschutzpassiert, muss gucken, er kann sogar super lachen. Der Alex Jones lacht, super lacht. Er weiß, andere Mann ist Dämonenmann. Er weiß, ich bin Jesus Christus mit Rücken, hat Dämonenmann gar keine Chance. Wenn du bist ohne Jesus Christus und machst du so lachen mit ihm, du bist toter Mann in einer Woche. Ich verspreche dir. Da ist ein Washington Times Artikel vor vielen Jahren, in dem sie diese Organisation kommentierten. Inzwischen wurde im Wall Street Journal und vielen anderen Zeitungen darüber berichtet. Es geht um den Bohemian Grove. 1996, als sie zum Berater von Clinton wurden, wurden sie von den Republikanern kritisiert wegen dem Bohemian Grove. Dann konterten sie mit den Worten, hey, ich laufe wenigstens nicht nackt durch die Wälder. Was hat das zu bedeuten? Hier sehen Sie den Artikel aus der Washington Times. Er sagte, er renne nicht nackt durch die Wälder wie die anderen. Ich weiß nicht, auf welches Zitat Sie hinzunehmen. Ich bin mir keines solchen Zitates bewusst. Ich bin ein glückliches Mitglied des Bohemian Groves. Ich mag die Leute, die dorthin gehen. Und es ist unpassend, dass ich mich weiter über die Gruppe äußere. Und eine Entfernung von 80.000 Kilometern. Waren Sie dort für die Zeremonie eine Show der Sorge? Als es tatsächlich der Fall ist, offen gesagt, denke ich nicht, dass ich mich mit Ihnen darüber unterhalten brauche. Auf der Höhe der Baumspitzen besuchen scheinen. Das Schaubild auf der nächsten Seite ist der Winkel im Verhältnis zur Größe der Sonne und der Entfernung, die sie zurückgelegt haben soll. Kapitel 8. Eine Abbildung eines kleinen Winkels zwischen Sonne und der Horizontalen. Waren Sie dort für die Zeremonie eine Erschöpfung der Sorge? Offen gesagt denke ich nicht, dass ich mich mit Ihnen darüber unterhalten brauche.
Du wirst bemerken, wirklich? Dass ja. Der Winkel sehr klein ist. Ich bin Alex Jones, ich hatte mich 2000 reingeschlichen. Ich habe dort Videomaterial gedreht, welches im landesweiten Fernsehen lief. Dafür verlieren Sie meinen Respekt. Ach ja, oh ja. Aber dort gehen viele Amtszeuge hin. Dürfen wir nicht erfahren, was los ist? Ich weiß nichts über Sie oder Ihren Film, aber wenn Sie mit einer Abmachung dort reingehen und Sie brechen, indem Sie den Film veröffentlichen, dann verlieren Sie meinen Respekt. Wirklich? Da gehen Amtszeuge hin. Sie gehen eine Abmachung ein, nicht dort zu drehen, als Sie dorthin gehen. Hatten Sie eine Abmachung? Nein, Sie sind reingeschlichen. Ja. Und da waren keine betreten Verbotsschilder? Nein, die wurden hinterher aufgestellt. Ich bin einfach reingelaufen. Ich war dort und weiß, wie die Umstände sind und mir tut es leid, dass Sie die Abmachung verletzt haben. Das war keines Gentlemans würdig. Sind die Rituale etwa eines Gentlemans würdig? Und verhindert, dass wir eine Lichtschimmer von ihr sehen. Wenn diese Berge durchsichtig wären, würden wir sie selbstverständlich sehen können. Die Sonne ist Sir, ich schulde Ihnen diese Antwort nicht. Ich weiß. Sowas nennt man Überfalljournalismus und dafür verlieren Sie ebenfalls meinen Respekt. Danke und guten Morgen. Waren Sie je beim Ritual? Das geht Sie verdammt nochmal nichts an. Anwesenden sind unsere sogenannten christlich-konservativen Führungspersönlichkeiten. Do I need to tell you? What the fuck? And I did get the Nobel Peace Prize. What? I did get the Nobel Peace Prize. Are you sure? Yes, I'm sure, bitch. I got the head of the CIA right here. He'll tell you. Are you sure? Are you sure? I can't believe you, motherfucker. I did get the Nobel Peace Prize. Oh, really? What was that for? To be honest, I still don't know. To be honest, I still don't know. Okay! Let me express. What? Ich mach! Fuck up! Shut the fuck up!